Delicious. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Und wir haben wieder natürlich den Würfel am Start. Ein Würfel-Unboxing-Battle, ein Würfel-Punkte-Unboxing-Battle. Ich schaue natürlich heute wieder auf die Stats der Karten. Ja, und die Karte, beziehungsweise der Würfel entscheidet, welche Karte wir fürs Battle nehmen. Ich würfel zum Beispiel eine 3, muss somit die dritte Karte aus diesem Booster nehmen. Ich würfel nochmal, ich würfel dann eine 6 und ich muss die sechste Karte aus dem FIFA 365 Booster nehmen. Apropos, WM 2018 gegen FIFA 365 habe ich ja noch gar nicht gesagt. Adrenalin XL Battle hier quasi. 5 Booster auf jeder Seite und ich würde sagen, 200 Däumchen sollten heute easy drin sein und wir starten mit dem Unboxing Battle. So, erstes Mal, let's go, die fünfte Karte aus dem WM Road 2 Booster. Schauen wir mal rein hier. Nummer 1 wäre Vermaelen, Topal, McClinchy. Oh, das wird eine Game Changer Karte. Alesami und James Rodriguez einfach. Wir ziehen einfach James Rodriguez. Game Changer und das ist noch nicht das 1:0, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das 1:0. James Rodriguez, 96er Bestwert hier. Control und dann noch zu guter Letzt Ricardo Rodriguez. Also das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Die 6, die letzte Karte im FIFA 365 Booster. Die letzte Karte, die erste wäre Boateng. Wäre aber nicht das 1:0 für FIFA 365, hat nur 88 Abwehr hier. Francesco Totti, die Powerkarte. William Carvalho, El Abdelawi, Kurczarczyk und Lucas Alario. Diesen Herrn müssen wir nehmen von River Plate. Ist jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Hat nämlich 84. Aber 84 reicht gegen James Rodriguez nicht aus. Und das heißt, die WM 2018 erzielt den ersten Punkt. Und somit steht es 1:0 für die linke Seite für die WM 2018 AXL Road 2 Serie von Panini. Weiter geht's mit der zweiten Runde. Die 6, die letzte Karte. Die letzte Karte aus diesem Booster. Eigentlich könnten wir so gleich aufreißen. Und die erste Karte hier quasi ist die letzte Karte. Aber ich mache es trotzdem spannend und drehe so um. Kovacic. Memedi. Diomande. Quaresma. Blaise Matuidi und Raswan Marin 71. Uiuiui, das ist doch safe das 1:1. Das ist doch locker das 1:1 jetzt hier. Also wenn jetzt FIFA 365 nicht punktet, dann weiß ich auch nicht mehr. Die 3. Die dritte Karte aus dem Booster. Jonas Sektor würde, wie heißt es nochmal, Raswan Marin schlagen. Casera aus von Ajax Amsterdam als goldenen Karte. Und hier haben wir Marvin Cegela aus Sporting Lissabon. Diese Karte müssen wir für das Duell nehmen. Und ihr habt es sicherlich gesehen. Cegela hat 79. Cegela hat 79 Defense hier. Marin mit 71 Control gerade mal. Und das heißt 1:1, ich hab's gewusst, weil Raswan Marin 71, schlechter geht's doch fast gar nicht. 1:1 somit. Und es wird natürlich jetzt hier umso spannender. Wer macht den nächsten Punkt? Weiter geht's mit der dritten Runde. Und es ist wieder die 6, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch wohl gar nicht. Eigentlich könnte ich die, ja, ich drehe sie einfach mal so um. Weil ich muss eh die letzte Karte nehmen. Yannick Westergaard, Mesut Özil. Jetzt ist der Würfel runtergefallen. Ivan Perisic, Viktor Fischer, Alexandre Kokorin und
Ja, okay, Brahimi ist schon besser, aber auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, ne? Ich muss mal den Würfel holen hier. Würfel! Ich sehe den Würfel nicht. Hallo? Da ist er. Ich hab ihn. So, Brahimi 76. Ist definitiv machbar. Die fünfte Karte. Die fünfte Karte. Mario Gomez wäre die erste Karte. Alison. Okay, die Powerkarte ist hier immer die zweite und im WM die fünfte. Leandro, Yunis, was muss ich? Die 5, hier. Wes Morgan, 83. Und dann noch Kubas aus Boca Juniors. Wes Morgan macht das 1-2. Die FIFA 365 führt, Leute. Die FIFA 365-Serie führt somit. Oi, oi, oi. Zwei Runden haben wir noch. Also... Die WM sollte jetzt noch nicht aufgeben, ne? Weil es ist definitiv machbar. Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte ich hier ins Wettbüro gehen oder so. Ich würfel schon wieder eine 6. Ich würfel einfach schon wieder eine 6 und muss schon wieder die letzte Karte hier im Booster nehmen. Da haben wir Kada, Janmaat, Williams, Cardona, Krankwist und Ola Toivonen. Und 76 ist jetzt wirklich wieder nicht der beste Wert. Huiuiui. Leichte Aufgabe für die 365? Das ist hier die Frage. Es kommt drauf an, welche Karte wir nehmen müssen. Ich würfel nur die 6? Leute. Alter, was ist hier los? Eva Banega würde Toivonen schlagen. Ja, okay, Defensive Lineup definitiv von Paris. 98, stark. Mena, Thiago Silva und jetzt heißt es Domingo. Und das ist 79 Bruno von Sao Paulo. Das ist das 1-3. Das ist das 1-3. Die FIFA 365 hat jetzt schon mal gewonnen. Die FIFA 365 hat jetzt schon mal gewonnen gegen die WM 2018. Wow, du. Wer hätte das gedacht, Leute? Wer hätte das gedacht, wenn ich nochmal ein Battle aufnehmen soll? Ich komme jetzt gleich noch zur finalen letzten Runde, aber 365 hat eh schon gewonnen. Aber wenn ich nochmal ein Battle aufnehmen soll, der Wow 2 WM 2018 und der 365, schreibt es mir unten in die Kommentare und lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr, 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 sehr drüber freuen, wenn wir hier heute die 200 Däumchen schaffen würden. So, es hat natürlich sehr gut angefangen mit James Rodriguez, aber dann ist die Kurve zack, so nach unten gegangen. Und wenn ich jetzt wieder eine 6 würfel, ne, dann weiß ich auch nicht. Die 5, oh, das ist die Powerkarte. Das ist die Powerkarte und das ist bestimmt dann jetzt hier der Anschlusstreffer, aber ja, bringt ja nichts. Kanté, Lamm, André Gomes, Blerim Cemaili und das ist die fünfte, das ist Akinfeev als Fans-Favorite und zuletzt haben wir hier nochmal Sauli Väisänen aus Finnland als Rising Star. Igor Akinfeev schickt der Würfel hier ins Rennen. Mal gucken, welchen Spieler auf der 365-Seite. Die 6, natürlich. Ich würfel hier nur die 6, der Würfel ist gezinkt, Leute. Divock Origi, Alonso, Lodigen, Orellana, Simpson und Pablo Perez mit 78 von Boca Juniors. Boca Juniors gegen Russland quasi, Akinfeev gegen Pablo Perez. Und das heißt 2-3, die WM 2018 Serie punktet hier nochmal im heutigen Würfel-Punkte-Unboxing-Battle auf meinem Kanal. Bam! Torschützen James Rodriguez, Akinfeev, Cegela, Wes Morgan und Bruno. Nicht Pablo Perez, Pablo Perez war eben. Ja Leute, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann meinen Kanal kostenlos abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Einfach unten auf den roten Button klicken oder in der Endcard, die jetzt gleich kommt,
in die Mitte klicken auf mein Logo. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein und tschüssi.